meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Experiment, was sich Kurzreview erstmal so nennt als Arbeitstitel. Wenn ihr neue Titel habt für dieses, also neuen Namen für dieses Format, bei dem ich einfach nur Spiele euch präsentieren will oder in kurz zusammengefasst einfach euch zeigen will, was für Spiele das hat, meine eigenen Erfahrungen, wenn ich sie schon gespielt habe, einfach nur nicht in so lang in einem ganzen Video, dann lasst mich das gerne wissen. Ich mache meine Kamera ein bisschen kleiner, so. Ja, wir gehen rein, fangen direkt an mit Frimpong. Frimpong ist eine Karte mit Hoch-Middle-Work-Rates, also ideal gemacht für das Dreier, für die Dreier in Verteidigung, als rechter Mittelfeldspieler. Mit 3 Sterne, 3 Schwerne ist jetzt nicht so mega geil und mit der Größe auch nicht, aber das gibt ihm dafür die Möglichkeit, enorm spritzig zu sein mit seinem 99 Tempo. Also Antritt, Springgeschwindigkeit, maxed out. Ich habe ihm noch keinen Campstar gegeben, weil es eben noch so ein bisschen Test war. Ich werde ihm wahrscheinlich dann den Sentinel geben, weil sein Pass schon gut genug ist und einfach nur Defensive und Physis ein bisschen Push benötigen würden. Aber ansonsten haben wir bei der Karte im Schuss, darüber brauchen wir gar nicht drüber reden, absoluter Müll. Dafür im Passen 95er Flanken, perfekt für die Dreierkette. Kurzer Pass 92, langer Pass 72. Da können wir vielleicht auch noch pushen, den langen Pass. Also können wir vielleicht auch mit einem Backbone gehen, ist es glaube ich. Und der RFE mit 84, der kann auch so bleiben. Wir haben eine Beweglichkeit und Balance von 94, 92, einen Dribbling von 91 und sonst Reaktion 87, Ballkontrolle 89, Ruhe 88. Also das sind relativ gute Dribbelwerte, sollten vollkommen ausreichend sein. Er fühlt sich am Ball wirklich an wie einer, der sich schnell drehen und wenden kann und sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Dann haben wir noch die Verteidigung. Da haben wir sehr starke Werte. Kopfballpräzision, gut, können wir drauf scheißen. Abfang 88, Defensivbewusstsein 88, faire Zweikämpfe 93 und Grätschen mit 91. Ansonsten in der Physis, die Sprungkraft ist natürlich stark, also es sollte durchaus möglich sein, mit ihm auch gegen die Flügelspieler in Kopfballduell zu gewinnen. Ausdauer von 98 sorgt dafür, dass er das ganze Spiel durchrennen wird und die Stärke mit 84, Aggressivität mit 88 macht ihn zu einem Spieler, mit dem man auch durchaus mal den Körper einstellen kann. Er hat keine Spielereigenschaften, ah doch, den Flair-Trade hat er. Ansonsten nix und ich kann euch sagen, es ist eine wirklich starke Karte. Er kostet nichts gefühlt. 60k, das kostet bestimmt inzwischen nicht mehr, wenn das Video erscheint. Deswegen macht ihr mit ihm nichts falsch. Und wir werden jetzt mal kurz reingehen in die Spieler, die für diese Position die Alternative darstellen. Let's go. Wir haben hier unter anderem Pavard. Wenn ihr ihn gemacht habt, ist eine Alternative. Für mich ist Pavard aber eher ein Spielertyp. Ich würde gerne mal weiter reingehen hier in die Karte, damit man die besser sieht. Für mich ist es eher ein Spielertyp, der auf jeden Fall Innenverteidiger sein muss. Dafür ist er besser gemacht als für den Rechtsverteidigerposten. Deswegen ist für mich nicht die optimale Lösung. Wir haben noch Stefan Leiner, der mit 66.000 Münzen als SBC damals rauskam. Und wenn ich mir die Werte heute angucke und denke, den habe ich ewig lang gespielt, bis Trimmel rauskam, den werden wir uns gleich angucken. Holy shit, wie konnte ich mit diesem Spieler spielen? Weil die Werte sind alles andere als geil, deswegen hat er auch nur 60k gekostet. Was Frimpong jetzt auch kostet. Trimmel kostet aktuell auf dem Markt 22.000 Münzen. Ist dementsprechend auch nichts Besonderes. 92 Pace ist in Ordnung. 85er Defending auch in Ordnung für den Außenverteidiger und 91 Physis auch in Ordnung für den Außenverteidiger. Genauso wie die Passwerte, die sind hervorragend. Mit dem Short Pass und Long Pass vollkommen, also was heißt hervorragend, vollkommen ausreichend, sagen wir so. Er ist aber halt 1,89 groß. Das macht ihn vielleicht nicht zum optimalen Flügelverteidiger. Für die Dreierkette erst recht nicht. Dann haben wir noch ihn hier, Mbabu, in der Feuervariante hier einfach mal. Der kostet 20.000 Münzen. Das ist schon eher das Kaliber, was wir brauchen, was wir möchten. Pace ist in Ordnung, ist gut. Defensive und physisch auch vollkommen in Ordnung. Ja, da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen, aber ansonsten sind das richtig gute Werte. Und das wäre so meine einzige Alternative, die ich zu Frimpong sehen würde, dass man mit ihm geht. Aber halt sein Passwert 10 Punkte schlechter als der von Frimpong. Und preislich kriegst du für 3 Mbabus schon einen Frimpong. Vielleicht bald für 2 Mbabus einen Frimpong. Frimpong, Frimpong, Frimpong. Ja, ansonsten kann ich sagen, das ist eine Top-Karte. Holt ihn euch. Und ja, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Von dem, was ich mit ihm gespielt habe, er ist sehr, sehr, sehr schnell, er ist sehr, sehr wendig, kann seinen Körper gut reinstellen, kann super Pässe spielen, löst sich spielerisch aus der Bedrängnis und ja, 5 Vorlagen in 20 Spielen als Außenverteidiger sprechen eigentlich auch für sich. Das ist sehr, sehr stark meiner Meinung nach. Und wenn ihr Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Ich beantworte euch da so viel wie möglich. Wir sehen uns bei einem anderen Video. Bis dann und tschüss.